Und damit hallo und herzlich willkommen zurück bei Final Fantasy 6. Ich weiß nicht, ob es auffällt, ich habe ein neues Mikro auf jeden Fall. Und das ist echt ungewohnt, weil das so eher klein ist. Bin mal gespannt, kommen da jetzt da noch mehr Monster? Hätten wir uns heilen sollen? Ja, es kommen noch mehr Monster. Hätten wir uns heilen sollen. Let's take. Oh, ich Idiot, ich wollte den in die hintere Reihe verschieben. Aber scheinbar geht auch Blindheit nicht weg, wenn du links. Ich habe keine Ahnung, wo ich hinfahre, ne? Also nicht, dass einer meint, denk ich mache, ich weiß nicht, was ich mache. Oh, der ist auch blind. Gehen die Dinger dann weg? Nein, geht's nicht. Jetzt zieht er mit seinen Attacken schon echt verdammt viel ab. Das Ding wird jetzt auch nicht sterben, oder doch jetzt? Nicht. Nochmal ein Speicherpunkt. Hä? Sind wir geheilt? Okay. Finde ich geil. Jetzt hätte ich nämlich, glaube ich, hatte ich ein Zelt dabei? Ich weiß nicht, ob ich ein Zelt dabei habe. Aber wir haben gute Wahl, dass wir uns links rumgeschlagen haben. Gemeiner Lopros. Kann ich diese Gadgets? Die haben wir ja alle gehen, oder? Über das Kommando Gadgets. Ich benutze einfach mal. Wie ist eigentlich mit Theorie? Hier mal. Oh. Da hat er mir schon die Attacke, die haut vorher. Pizzi! Es soll ja echt viele ikonische Stellen auf jeden Fall geben, oder beziehungsweise super gemachte Stellen im Spiel. Da bin ich echt gespannt drauf auf manche. Wie gesagt, das Einzige, was halt ist, ist ein bisschen. Encounter-Rate ist ein bisschen hoch, aber brauchst du wahrscheinlich auch. Wenn du halt auf ein bestimmtes Level kommst. Augentropfen. Bekomme ich sogar hier. Also ich hätte Blindheit eigentlich heilen können. Was denn? Was denn? Hä? Was? Ultros? Ah, oh, das ist so das typische. Das ist schon die Hälfte, ne? Feuer schaut's aus, 282 geht. Autsch, scheiß! Was? Nicht auf der Speisekarte? Tinte. Die schauen halt aber schon cool aus damit, ne? Mein lieber Scholle, meine liebe Scholle. Was für eine Frau, genau mein Ding. Lass mich dich. Ah! Scheiß. Paella stand nicht auf der Speisekarte. Muskelprotze. Konnte ich noch nie ausstehen. Boah, 249? Komm mal, Brennern weg. Wir brennen ihm den Pelz weg. Au, oh, scheiß. Immer noch Paella, ne? Aura-Kanone. Ich guck mal, was das reißt.
Wow. Alter, Sabine ist down. Platsch, blubber, blubber. Hä? Ist der erledigt? Ich denke nicht. Hat er kaum ernst gekämpft, sicher ist er einfach nur abgetaucht. Ihh. Da war etwas an meinem Fuß. Der da hier rüber. Wir sollten aus dem Gröbsten raus sein. Dieser dämliche Art. Achtarmleuchter. Dem verpasse ich einen Blitz, zeigt, dass ihm die Sorgen dafür glühen. Gemach, Sabine. Halte mich nicht zurück, Bruder. Was? Dieser Hitzkopf. Sabine, schau nicht so betrübt. Es besteht kein Grund zur Sorge. Meint ihr wirklich Barnum? Aber natürlich. Ihr müsst es doch am besten wissen, Edgar. Sicher springt euer Bruder bald wieder quietschfidel aus dem Wasser. Waa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 a
hier dann irgendwo? Ich meine, da geht's ja auch nicht weiter. Ach so, so habe ich auch eine Karte von dem Bereich. Alter Junge, geh doch weg! Verdammt nochmal. So ein Nervensäge. Ja, Mann, dann geht's da weiter. Wirklich? Das ist euer scheiß Ernst jetzt? Den habe ich doch gerade schon aufgemischt. Ja, aber ein Ding sollte ich ja auch nicht ansprechen. Komm ich da irgendwie weiter? Oh nein. Hä? Hier, Finger weg von meinem Mac. Wahrscheinlich killt er mich jetzt. Boah, 89 ist voll viel, ey. Ach du Scheiße. Ah, ich kann die Reihen ändern. Oh, bringt halt nicht viel. LP. Na, der killt. Wow. Stehen. Ich bin jetzt gestohlen. Ja, ich bin so gut wie tot. Okay, aber ich kann abhauen. Muss ich mit dem einen hinten arbeiten, oder? Das ist jetzt ein bisschen strange, weil ich nicht weiß, wo ich hin soll. Nur drei Möglichkeiten, aber der eine. Oder warte, gibt's in dem Haus zufällig irgendwas zum Saufen? Ich schuss mir meine Energie aus. Ziemlich im Eimer. Wie ich halt jetzt schon 4 oder 5 Potions brauche. Nur Händler passieren zu. Warte, was? Ah, wow, ich habe den zweiten Satz immer irgendwie übersprungen. Deswegen kann ich den immer wieder platt machen. Das ist nicht schlecht. Stehen. Federhut gestohlen. Kleidung gleich mitgestohlen. Gleich mal anprobieren. Bisschen klein, doch im Grunde fein. Entblößter. Uah. Flucht. Konnte bloß meine Klappe nicht halten. Boah, ich stelle mich da wieder voll an. Man hängt echt oft in dem Spiel. Wenn man sich so anstellt wie ich. Von der kleine Junge kann er die Leute aufhalten, ne? Ist dein Händler nicht gut, dann kannst du passieren. Ich bin der Handy-Händler. Handy der Händler. Kann ich Waffen und so ein Zeug kaufen? Hast du nichts zu suchen? Oh. Kadett. Elf nur, was bist du für eine Lusche?
Vor allem, es fällt halt überhaupt nicht auf, wenn ich da oben mit einem anderen Typen stehe und ums Überleben kämpfe. Achso, ja, das hab ich Zeug, aber ist schon cool, ne? Aber es ist auf jeden Fall noch weg. Ich hab halt gehofft, dass es wieder aufgefüllt wird. Da komm ich auch noch. Ne, warte, da bin ich jetzt rausgekommen, ne? Ja. Was wir wahrscheinlich brauchen ist. Oh. Ah. Gehen wir erstmal da rein. Der Rang eines Soldaten erkennst du in der Farbe seiner Uniform. Die grünen Jungs sind das Kanonenfutter. Ja, hab ich gemerkt. Mich aus dem Bremer sind schlapp wie Joghurt und fangen doch immer Streit an. Die sind so lahm, den könntest du sogar die Uniform klauen, bevor du. Ah. Mal kommen. Ja, ich weiß, ob wir sie denken können, trotzdem. Präventivschlag. Ja, mit einem Scheiß. Nichts gestohlen, was? Porsche gestohlen. Kleidung gleich mitgestohlen. Bisschen groß, doch kein hartes Los. Wow. Hallo. Ich soll echt lernen, im Spiel besser zu lesen. Es wird nicht mehr lange dauern, bis diese Volldepp Kefka-Nage angreift. So würde ich ihn natürlich nie in seinen Gegner nennen. Uhrzeit, tut mir leid. Und mal da war es rein, ne? Genau. So Shadow eigentlich noch hier? Nee, sind alle weg. Können wir mit dem reden jetzt? Ich konnte so auch mit dem reden, na super. Was bist du? Bist du willkommen, um meinen edlen Tropfen zu entwenden? Elender Dieb! Wahrscheinlich muss ich das Zeug wieder klauen. Ist leicht irritiert, wenn meiner immer rot leuchtet, aber hast du es halt rot? Im Normalfall. Wie jetzt? Klauen er doch. Federhut. Kleidung gleich mitgestohlen. Hört zufällig immer über irgendwo welche sind, die du abziehen kannst. Brandwein erhalten. Warte mal, kann ich nach hinten durch einfach raus? Ach ne, da geht's ins andere Gebäude, ne? Ja, okay. Nee, passt schon. Jetzt können wir den Umweg auch komplett machen. Ja, warte mal, der erzählt mir jetzt aber nicht bloß, dass der reiche Typ da den Geheimgang hinten hat. Weil das weiß ich nämlich so auch schon. Aber hundertprozentig erzählt er mir das und ich weiß auch schon, wo der ist. Ein leckeres Tröpfchen, Schluck-Lux. Mein Fuchs löst wissen, nein, gibt es ja einen Geheimtunnel von hier zum Haus im Norden. Enkel im Keller weiß Bescheid, sag mir einfach die Parole. Sie lautet, ui, ist mir doch glatt entfallen, hihihix. Viele haben mir jetzt auch noch gesagt. Wildrose. Ah, ich weiß genau, dass du ein Spion des Imperiums bist. Such das nicht nochmal, nimm dies. Ah, schon saß. Okay, nochmal von vorn. Wie nochmal von vorn? Ganz von vorn? Oh, ist das euer Ernst? Oh, das ist doch Schwachsinn.
vor allem, was hat denn der Kleine für eine verdammte Waffe? Laserstrahl oder so, wie das sich angehört hat. Wow. Ja, das war mal ein totaler Reinfall, aber so ein richtig harter Reinfall. Vor allem, warum jetzt die Parole? Ich durfte doch so durch. Hä? Wow. Alter, ich dachte, ich starte wieder von ganz von vorne. Ja. Mut. Voila, der geheime Eingang. Okay, der hat einen eigenen geheimen Eingang. Was ist mit dem anderen? Das wäre ja, dann komme ich nicht rein, weil da nichts zu ist. Also, warte, warte, was? Scheiße. Nein? Ah, okay. Phönixfeder, stark. Die Imperialmeer hat dieses Haus zu ihrer Kommandobasis gemacht. Warum ist da keine Musik? Beim Heißigen seid mir gnädig, was habe ich nur angerichtet? Geld verdarben meine Seele, dem Pyram spiele ich Informationen zu. Ah, damit man den Wind hört. Aber ich habe das vorher schon gefunden. Aber auch cool gedacht, dass sie da extra die Musik weglassen. Hört sie zu. Hey, die habe ich irgendwo schon mal gesehen, eine Generalin des Imperiums. General? Das ist das, was mit Verrätern passiert. Eine Magitek-Ritterin aus der Kriegsschmiede des Imperiums. Niemand sah je ein Lächeln auf ihrem schlachtgegerbten Gesicht. Celeste. Enter. Hallo, Enter. Da, Enter. Hallo? Kein Enter? Wieso Verrätern? Tiefer Fall für Celeste, die Unbezwingbare. So tief wie das Imperium, welches die Schwachen mit Füßen tritt, falle ich nie. Du wagst es? Kefkas Plan, die Menschen Domas allesamt zu vergiften, ist inakzeptabel. Hüte deine Zunge. Paar, morgen macht man dich eher einen Kopf kürzer. Für heute sei dir das letzte Wort gewährt. Pass auf, dass sie keine Dummheit anstellt. Jawohl, Sir. Mein Blick wird nicht nur auf eine Sekunde von ihr weichen, Sir. Oh oh. Na super. Also oben hängt er, ich dachte schon, hä, was ist denn jetzt los? Oh yeah. Auf geht's. Der braucht keine 5 Sekunden, dass er wegpennt. Celeste befreien. Wer bist du? Gestatten Lock von den Rückkehrern. Ein Rückkehrer? Was führt dich dann hierher? Ich bin eine Generalin Gestas. Allerdings hat man mich zu einer Verräterin degradiert. Los, wir hauen ihn ab. Was? Du nimmst mich mit? Unmöglich, meine Beine sind verletzt. Für dein Angebot möchte ich dir danken, doch wir kämen nicht weit. Das ist doch immer noch besser, als hier auf den Tod zu warten. Ich werde dich beschützen. Sei unbesorgt, dir wird nichts geschehen. Zwinker, zwinker. Auf geht's. Warte. Vielleicht hat dieser Soldat etwas, das uns bei der Flucht hilft. Und ein Schlüssel steckt, wenn das ausborgen. Ich will Erbsensuppe essen, Schmatz, Schmatz. Und dann hockt er sich wieder hin, oder? Geil. Ist echt super geschrieben. Ah, da ist der Speicherpunkt. Celeste Ruhmritterin.